So, moin Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kurzes Statement vorweg, ihr dürft gerne in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen und diskutieren, aber Beleidigungen, egal an wen sie gehen, werden von mir direkt gelöscht. Gut, dann viel Spaß. So, ich habe erstmal eine gute Nachricht für euch und zwar werden, so wie es bisher aussieht, an Silvester keine Böller oder Feuerwerksverbote erlassen werden. Es wird jedoch, wie natürlich zu vermuten war, Einschränkungen geben. Darauf konnten sich jedenfalls schon mal die Ministerpräsidenten einigen. Richtig festgemacht wird das Ganze erst morgen, aber man kann ja davon ausgehen, da sie sich ja schon geeinigt haben, dass es so ähnlich dann auch stattfinden wird. Ich habe hier mal diesen Entwurf mir angeguckt und da ist hier der Punkt 4 drinne. Es wird empfohlen, auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Ja, das ist halt Quatsch. Und ja, beliebte Plätze und Straßen, oh, Pyrotechnik untersagt. Also ähnlich wie letztes Jahr auch. Von daher, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, vollkommen verhältnismäßig und sinnvoll. Ja, das war erstmal die News. Weil das natürlich so ein bisschen wenig ist für so ein Video, habe ich mir gedacht, ich mache noch was anderes. Und zwar folgt jetzt die Zerstörung von 5 bzw. 7 Gründen, guten Gründen, auf Feuerwerk zu verzichten. Viel Spaß dabei. So, 5 gute Gründe für den Verzicht auf Feuerwerkskörper. Wollen wir mal schauen, was die ARD hier Schickes vorbereitet hat. So, dann wollen wir mal erstmal gucken, ob sie hier irgendwo Quellen angegeben haben. Ah, nichts Besonderes hier. Oh, Quelle MDR Wissen. Man darf sich jetzt seit neuestem selbst als Quelle nennen. Wollen wir mal gucken, was die da haben. Interessant. 7 gute Gründe für den Verzicht. Ja, da fangen wir doch gleich mal an hier. Ja, Feinstaub. Ja, hier wird mal wieder von 4000 Tonnen ausgegangen, dass diese Zahl ja komplett veraltet ist. Wissen wir alle. Ich klicke hier mal kurz rüber zur Studie vom VPI. Die wurde auch bestätigt durch das Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt ist eine unabhängige staatliche Behörde. Denen ist also vollkommen egal, was irgendwo bei rauskommt. Die werden davon nicht bezahlt, sondern die kriegen so oder so ihr Geld. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass die Sachen, die rauskriegen, auch Hand und Fuß haben. Und es wurde bei dieser Studie vom VPI im Auftrag gegeben. Hier haben wir sie, die 1,477 Tonnen, die halt auch real erscheinen. Ich habe dann mal beim Umweltbundesamt geguckt, was denn insgesamt so rausgehauen wird im Moment. Ja, das sind dann 211 Tonnen. Kurzen Taschenrechner angeschmissen. Ja, 140 mal 100 geteilt 211, 0,6%. Schön. Das ist so wenig, wenn ich sie jetzt einzeichnen würde, wird man es nicht mal richtig erkennen können. Von daher ist das Ding sowieso vom Tisch. Ja, das heißt, ich kann das hier streichen. Wo habe ich hier mein Tool? Da. Zack. Gestrichen. So. Zweitens, verängstigt die Tiere. Gut, das ist der einzige Punkt, der so ein bisschen kontroverser ist. Einerseits bin ich ein Tierfreund, ja, Hunde lieber als Katzen. Man spricht hier einerseits von den Haustieren. Da muss ich dazu sagen, entweder hat man Glück mit seinem Haustier oder man hat Pech. Wenn man jetzt Pech hat mit seinem Haustier, dann gehört es ganz einfach zu den Pflichten eines jeden Tierhalters, dafür zu sorgen, dass dem Tier die Angst genommen wird. Und das geht einfach nur durch Training. Das Stichwort ist hier Silvestertraining. Einfach mal googeln, da gibt es genügend Infos. Haben wir den Teil hier schon mal zerstört. So, ach, Wildtiere gibt es auch noch, ja. Die verkriechen sich bei solchen Situationen, Feuerwerk, Gewitter und ähnliches in ihre Rückzugsgebiete, zum Beispiel Wälder und Grünanlagen. Deswegen mein Appell an euch. In Wäldern und Grünanlagen wird nicht geböllert bzw. Feuerwerk gezündet. Ganz einfach, das ist selbstverständlich für mich. So, dann sehen wir hier unten, kann man sich noch ein Video angucken, wo es darum geht,
dass eine Meise in ihren Nistkasten hockt und rundum wohl Feuerwerk gezündet wird. Ja. Keine Ahnung, wo da jetzt der Sinn hinter steckt, dass ein Vogel Angst vor Feuerwerk hat, ist vollkommen normal. Die Aufnahme hätte auch entstanden sein können, weil während eines Gewitters die Meise benutzt diesen Nistkasten ganz einfach als Rückzugsort, fällt nicht tot um. Es scheint ihr relativ gut zu gehen, von daher würde ich mal behaupten, zerstört, ganz einfach. So, verletzte Menschen. Gut. Was kann jetzt irgendein Feuerwerksartikel dafür, dass sich Menschen damit verletzen, weil sie nicht ordnungsgemäß damit umgehen? Nö, da kann er natürlich nichts dafür. So, in dem oberen Absatz hier geht es jetzt um zwei Leute, die sich damit umgebracht haben. Da ging es um Kugelbomben, also Kategorie F4 Feuerwerk, ja. Dass das nichts für ungelernte Hände ist, dürfte klar sein. Fällt somit weg. In dem Absatz hier geht es jetzt allgemein um Verletzungen, die bei Feuerwerk entstehen können. Da sage ich nur wieder dazu, wenn man das Feuerwerk ordnungsgemäß verwendet, passiert sowas auch nicht. Weg damit, zerstört. So, hier im unteren steht jetzt noch, dass es hauptsächlich um Hörschäden geht. Ja, um Hörschäden vorzubeugen, kann man sich Ohrstöpsel reinmachen, wenn man nach draußen geht. Die paar Minuten kann man das aushalten. Zerstört. Ja. Jetzt wird's richtig geil. Es geht um Geld, wie man hier sieht. 137 Millionen Euro geben wir wohl aus. Hier hat das MDR auch so eine tolle Grafik gebastelt. Die Quelle ist dafür der VPI. Die vergleichen das hier jetzt mit Schnittblumen und Zierpflanzen. Dafür wurden 8,6 Milliarden ausgegeben, aufs Jahr verteilt. Jetzt gehen Sie rein hypothetisch davon aus, wenn man jetzt das ganze Jahr über Feuerwerk verkaufen würde, dass man dann 16 Milliarden Euro dafür ausgeben würde. Wie absurd das überhaupt ist, zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier zur Veranschaulichung mal diese kleine Tabelle vorbereitet. Hier oben habe ich die Zahl eingegeben, verkaufte Pyrotechnik und hier die Schnittblumen und Zierpflanzen. Dann ist das Ganze hier einmal grafisch dargestellt. Ist ja klar, selbsterklärend. Dann habe ich das Ganze hier einmal mit diesen hypothetischen Werten vom MDR gemacht. Da sieht das Ganze dann halt so aus, wie die es anscheinend gerne hätten, nämlich dass viel für Feuerwerk ausgegeben wird und gar nicht so viel für die Schnittblumen. Was das Ganze für ein Schwachsinn ist, seht ihr gleich. Ich habe jetzt mal meine eigene Manipulation gemacht. Und zwar bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass die Blumen auch nur an 3 Tagen im Jahr verkauft werden. Da landen wir dann bei diesem Wert. Ich habe einfach die Ausgangszahl hier genommen, geteilt durch 360. Dann habe ich einen Tag das Ganze mal 3. Jetzt habe ich da noch diesen C5 hinten drin. Dazu kommen wir gleich. Das würde also ausgegeben werden, wenn auch nur an 3 Tagen im Jahr Blumen und Zierpflanzen verkauft werden dürften. Was jetzt besonders auffällig ist, dass die beiden Diagramme komplett gleich aussehen. Das ist normal und liegt und beweist quasi, dass ich hier richtig gerechnet habe. Weil ich habe das Ganze ja quasi einfach umgedreht. So, aber jetzt ist die Frage. Wie hat denn der MDR gerechnet, dass die auf 16,4 Milliarden Ausgaben gekommen sind? Die haben sich das ganz einfach gemacht. Die haben jetzt hier die Ausgangszahl genommen, das Ganze durch 3 geteilt, dann haben sie einen Tag und haben das dann mal 360 genommen. Okay, 16,4 Milliarden. Ich frage mich, wie viel Feuerwerke man denn machen muss, um so viel Geld ausgeben zu können. Ist ganz einfach. Feuerwerk wird an 3 Tagen verkauft, das heißt, alle 3 Tage wird dann auch ein Feuerwerk gemacht. Das würde dann aufs Jahr verteilt 120 sein. Dass diese Zahl tatsächlich vom MDR angenommen wurde, seht ihr jetzt. Weil siehe da, meine Grafik sieht genauso aus wie die erste. Ich habe hier unten wieder die gleiche Zahl für die Blumen und alles ist schick. Gut, haben wir das geklärt.
Dürfte klar sein. Das Ding hier ist kompletter Bullshit und zerstört. So, hier geht es jetzt auch wieder um Geld. Hier sagt man, man kann die 137 Millionen Euro ja auch ausgeben, um eine 20 Kilometer lange Straße zu sanieren. Ja, klingt sehr sinnvoll. Ja, das Geld, was von einer ganzen Nation ausgegeben wurde für Feuerwerk, damit kann man 20 Kilometer sanieren. Ist schon mal richtig geil. Aber, was Sie ja überhaupt nicht bedenken, was passiert denn, wenn wir jetzt diese 137 Millionen Euro gar nicht für Feuerwerk ausgeben? So, ich habe dazu was vorbereitet. Gut, hier haben wir jetzt die 137 Millionen Umsatz für das Feuerwerk. Wenn man die Steuern da abzieht, sind es noch 115. Das heißt, wir haben 21 Millionen Steuern eingenommen, Umsatzsteuer halt, ne? Das heißt, wenn wir jetzt kein Feuerwerk verkaufen, haben wir keine 21 Millionen in der Kasse. Gut. Davon kann man dann keine Straße sanieren. Somit zerstört. So. Tausende neue Lehrer einstellen. Genau. Mit 132 Millionen kann ich 2062 neue Lehrkräfte einstellen. Haben wir ja eben schon geklärt, ne? Brauche ich nicht zu sagen. Ja, Naturschutz. Das ist ja fast die Steuereinnahmen hier. Also, die fallen halt weg, wenn man kein Feuerwerk verkauft. Gut, zerstört. Gut, nochmal zurück zu meiner Tabelle. Nehmen wir jetzt mal rein hypothetisch an, das MDR ist mit seiner Annahme richtig, dass so ein Pyrofan 120 Feuerwerke im Jahr macht. Dann hätten wir also eine Einnahme von ganzen 2 Milliarden und 624 Millionen, bla, hast du nicht gesehen. Damit könnten wir natürlich die ganzen Sachen machen, die hier vorgeschlagen wurden. Also, wenn ihr euch sowas hier anguckt, denkt mal genau drüber nach, was die da schreiben und lasst euch nicht für dumm verkaufen. So, wen es gefallen hat, der lässt ein Like da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich habe schon ein nächstes Video vorbereitet, da geht es dann um Rauch und Drohnen. Da dürft ihr gespannt drauf sein. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da. So, reingehauen.